Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren? Den mittleren, ne? Wenn du also auf so einer dreistreifigen Straße fährst, Beispiel so eine Autobahn, das ist ja auch dreistreifig, ja, oder sehr oft dreistreifig, dann darfst du den mittleren Streifen durchgängig befahren, ja, wenn der rechte das rechtfertigt. Wenn da also die Verkehrsdichte so hoch ist, ja, dass man also ständig hin und her wechseln müsste, ne? Und darum ist hier richtig, du darfst den mittleren Streifen dann durchgängig befahren. Der ganz linke von den dreien ist dann nur zum Überholen da. Okay, Antwort 2 ist also richtig. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren? Normalerweise gilt außerhalb geschlossener Ortschaften überall das Rechtsfahrgebot. Ja, gibt ein paar kleine Ausnahmen, wenn da Pfeiler auf der Fahrbahn sind oder vor Ampeln oder wenn du links abbiegen willst und so. Aber hier geht es jetzt in diesem Fall geradeaus. Drei Geradeausfahrstreifen nebeneinander für deine Richtung. Ist wahrscheinlich eine Autobahn. So, und jetzt ist da Rechtsfahrgebot. Das bedeutet, du musst auf dem rechten Streifen fahren, Mitte und links sind nur zum Überholen da. Jetzt gibt es aber Situationen, da macht es keinen Sinn, den rechten Fahrstreifen zu nehmen, auch wenn man immer geradeaus fahren möchte. Das ist zum Beispiel dann, wenn der rechte Fahrstreifen voll belegt ist. Jetzt stell dir mal vor, du kannst auf dieser dreistreifigen Straße oder dreistreifigen Fahrbahn für deine Richtung kannst du jetzt unbegrenzt schnell fahren. Das wäre zum Beispiel auf der Autobahn so, wenn dort keine Begrenzung steht. So, und jetzt würdest du aber immer zwischen jedem LKW einscheren. Die LKWs fahren 80, ja, und du weißt, es ist Rechtsfahrgebot und scherst nach jedem LKW brav wieder ein. Das wäre auch eine Gefährdung, ja, das wäre eine Gefährdung, dieses ständige Hin- und Herpendeln da, ja, das ist ja gefährlicher, als wenn man dauerhaft einen anderen Fahrstreifen nehmen würde. Und darum sagt man ganz klipp und klar, wenn auf so einer dreistreifigen Straße, also mit drei Fahrstreifen für eine Richtung, wenn das die Verkehrsdichte rechtfertigt, wenn also so viel Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen ist, dass du ständig hin und her wechseln müsstest, dann darfst du den mittleren Fahrstreifen auch durchgängig benutzen, ja, und musst da nicht vor jedem LKW wieder einscheren. Da hat mal ein Gericht, hat mal so einen kleinen Anhaltspunkt gegeben, was also eine Verkehrsdichte ist, die das rechtfertigt. Und da hat der Richter gesagt, wenn man länger als 20 Sekunden den rechten Fahrstreifen nehmen könnte, ja, dann ist die Lücke so groß, dass man das auch tun muss. Dann rechtfertigt die Verkehrsdichte es nicht mehr, den mittleren Fahrstreifen zu nehmen. Wenn du aber weniger als 20 Sekunden auf dem rechten Fahrstreifen fahren kannst und dann immer wieder wechseln musst, um das nächste Fahrzeug zu überholen, dann rechtfertigt es das, dass du wirklich dauerhaft den mittleren Fahrstreifen nimmst, ja, weil das Wechseln dann halt, ja, gefährlich ist und das soll dann nicht sein. Okay? Und der ganz linke Fahrstreifen von den drei Fahrstreifen ist halt immer nur zum Überholen da. So, und damit ist hier die zweite Antwort richtig. Du darfst also, wenn die Verkehrsdichte es rechtfertigt, in dieser genannten Situation den mittleren Fahrstreifen durchgängig befahren.